Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In dieser etwas neuen Serie zu Afterbirth möchte ich mich gerne dem Greed-Mode widmen. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist es ganz lustig, wenn wir die normalen Folgen einfach ganz normal weiterbringen und den Greed-Mode in einer separaten Reihe, sage ich jetzt einfach mal, angehen. Das heißt, ich versuche mich natürlich mit Spoilern bezüglich der anderen Folgen etwas zurückzuhalten und wir schauen einfach mal, wie weit wir denn so im Greed-Mode kommen. Die Freischaltungen sind auf demselben Speicherplatz, das heißt, es wird natürlich die Sachen, die ich freigeschaltet habe, in den normalen Folgen auch im Greed-Mode geben, beziehungsweise ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, im Greed-Mode ist automatisch alles freigeschaltet und im normalen Modus schalte ich dann Sachen per Greed-Mode frei. Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich habe mir überlegt, das ist eigentlich durchaus ganz schön, dass man nicht irgendwie dann vielleicht so zwischen Greed-Mode und normalen Dingern wechselt oder so, sondern dass man einfach beides nebeneinander laufen hat. Also, bevor ich mich jetzt hier aber festquatsche, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe eben schon eine Aufnahme im Greed-Mode gemacht. Mit dem guten Isaac bin ich da reingegangen. Leider ist die Aufnahme dann dabei gestorben. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einfach nochmal von vorne machen. Ich weiß aber zumindest schon ungefähr, wie das funktioniert. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das heißt, wir schauen da jetzt einfach mal rein. So, also folgendermaßen funktioniert das. Wir sind hier im Raum. Ganz zu Anfang, hier gibt es einen Knopf in der Mitte. Wenn ich da drauf latsche, dann spawnen hier Gegner. Immer mal wieder so neue. Und die muss ich alle töten, wenn ich 10 Waves... Wellen ist das richtige deutsche Wort. Fertig habe, dann komme ich da unten rein und dann komme ich in ein weiteres Stockwerk. Und so läuft das dann ungefähr weiter. Hier in diesem weißen Raum, weißen Itemraum gibt es halt immer ein normales Item. Das kriegt man einfach so. In diesem Fall ist es das Miet. Das ist sogar wunderschön. Das gefällt mir ganz gut. Und es gibt auf jedem Stockwerk dann auch noch hier so einen Stachelraum. Und es gibt manchmal diese Itemräume. Ich sage manchmal, weil zumindest nicht immer. Und es gibt hier auch noch einen Shop und man sieht hier schon, es ist natürlich die Frage, also Schlüssel und so weiter sind hier tatsächlich relativ rar und hier kann ich mir dann immer noch Kram kaufen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Erstmal drücke ich hier drauf und gucke, was passiert. Ich kriege noch eine Bombe, das ist wunderschön. Die Bombe werde ich tatsächlich auch benutzen, um das hier aufzusprengen und dann habe ich dann noch das... Ich gehe mal kurz hier rein. So, hier gibt es noch ein paar Münzen. Das ist doch zum Beispiel wunderschön. Dann gehen wir wieder zurück und bekommen hier das Herz. Das heißt, wir haben nur ein halbes Herz ausgegeben für diesen Raum hier. Und haben den Schlüssel. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall hier noch mit rein. Hier gibt es auch nochmal Leben und einen Mr. Boom, was ganz schön ist. Mr. Boom bedeutet nämlich zum Beispiel auch, wir können gucken, ob hier ein Geheimraum ist. Es gibt Geheimräume hier. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wo und wie und was da genau funktioniert. So, jetzt hat man hier gesehen, ne? Da spawnen ein paar Gegner. Und da läuft ein Timer runter. Sobald der Timer abgelaufen ist, kommen die nächsten Gegner. Egal, ob ich die alten fertig habe oder nicht. Das wird man jetzt gleich, sehen, wollte ich sagen. Und ich kann das Ganze vorher abbrechen. Das heißt, es spawnen keine Gegner, wenn ich da drauf latsche. Allerdings kostet das Leben, wenn ich das tue. Weil man sieht ja, da sind Stacheln drauf auf dem Ding. Und es ist natürlich dann sinnvoller, wenn ich das versuche nicht zu machen, weil ich einfach Leben spare. So, das ist schon mal alles. Da, das sind aber viele. Ach du Schande. Und die kriege ich vor allem so schnell auch gar nicht alle tot. Das ist ein Problem. Das werden also gleich dann wahrscheinlich noch mehr. Nach der oder bei der. Da, Spinnen. Ganz viele, ganz viele Spinnen. Überall Spinnen. Da. Und es werden unter Umständen gleich sogar noch mehr Spinnen, weil die Dinger da jetzt frei sind. Ach du Schande. Überall hässliche Spinnen. Können wir bitte mal. Danke, das war schon mal. Oh Gott. Oh Gott. Mulibooms. Okay, wir haben einen Mulibooms sinnvoll eingesetzt, indem wir damit dann quasi was getötet haben. Das ist also ganz sinnvoll, denke ich. So, da haben wir noch ein bisschen was gemacht. Ach du Schande. Eine Trollbombe. Okay. Jetzt, wie man sieht, hat das Ganze angehalten. Wir sind bei 8 Stück. Bei 8, Autsch. Bei 8 Wellen, genau. Nach diesen 8 Wellen ist dann erstmal mehr oder weniger Schluss. Man kann aufräumen und so. Und dann kann man nochmal wieder auf das Ding drauf treten und dann gibt das Ganze nochmal 2 Boss-Wellen. Wenn man die geschafft hat, kann man sogar nochmal auf das Ding drauf drücken. Bekommt dann nochmal eine etwas härtere Boss-Welle. Und dann einen Teufels- oder Engelsraum. So, die Frage ist, was will ich jetzt haben? Ich hätte eigentlich ganz gerne die PhD, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Pillen ich kriegen werde. Und das Ding, ich nehme das jetzt. Speed und Damage. Das ist also eins von den guten. Okay,
Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal direkt den Boss jetzt. Im Anschluss ist es der Duke of Flies. Das geht noch. Man sieht, für den habe ich ein bisschen länger Zeit. Das ist positiv natürlich. Die Bosse, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat. Aber sonst, unter Umständen, wenn man das nicht schafft zeitlich, dann spawnt auch direkt der nächste Boss hinterher. Und der kommt natürlich, er kommt auch direkt, wenn man den anderen tötet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man mehr Geld kriegt, wenn man die schneller tötet. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es sieht manchmal so aus. Oder dass man irgendwie mehr Zeit hat dann für den übrigen Kram, wenn man in der ersten Welle irgendwie das schneller ist. Aber auch das, da bin ich auch nicht ganz sicher. So. Tötet, tötet, tötet. Tötet sie alle. Die hässlichen Larry-Viecher. Haben ein Leben verloren. Ein halbes liegt auf jeden Fall noch im Itemraum. Da erinnere ich mich dran. Das war da auf jeden Fall drin. So, gehen wir erstmal noch ganz kurz hier rein. Flöpp nehmen das mit. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt das nächste noch machen, können wir uns vielleicht noch den Wirecode-Hänger kaufen. Und den würde ich eigentlich jetzt gerne haben. Und was ich auch noch theoretisch machen kann. Jo, komm. Kaboom. Oh, es kommen Münzen raus. Perfekt. Dann einmal den Wirecode-Hänger. Tears up. Und das nicht zu knapp. Das ist tatsächlich sehr gut. In diesem Raum kann man allerdings auch durchaus Range-Up zum Beispiel noch ein bisschen gebrauchen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich mache erstmal die Häufchen kaputt, damit ich hier besser kämpfen kann. Ich glaube... Oh Gott. Last ist nicht gut in diesem großen Raum. Wenn der zu schnell wird, dann habe ich da Probleme. Oder wenn ich den irgendwie komisch in die Pampa schiebe. Man sieht, der hat auch ein Leben gemacht. Ein Leben Schaden. Das ist aber trotzdem auf dem ersten Stockwerk ist das hier relativ lächerlich, auch das noch zu schaffen. So, da ist nämlich dann der gute Teufelsraum. Was gibt's denn hier? Yo, das nehme ich mit. Kostet mich natürlich wieder Leben. Aber ich denke, das hat sich durchaus gelohnt. Jetzt ist die Frage, ich könnte hier noch versuchen, gucken, ob ein Geheimraum da ist, aber lieber nicht. Ich habe auch meinen Mr. Boom, da fehlt noch eine Aufladung. So, man sieht hier schon, gibt einige Stockwerke und dann geht es zum Boss. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wenn wir da hinkommen, sehen wir dann, was das genau tut und wie das genau funktioniert. So, hier gibt es erstmal noch wieder eine Spritze. Damage und Range Up. Wunderschön. Wir haben eine Menge Damage jetzt schon, ne? Joa, Damage sieht gut aus. Vor allem fürs zweite Stockwerk. So, da oben ist so ein Typ. Und der ist mir wurscht. Den möchte ich natürlich nicht angreifen. Hier gibt es die Dinger. Prayer Beats. Die geben Faith Up, glaube ich, ne? Egal, erstmal, wir fangen einfach an und machen den Kram hier. So schwer wird das schon, so schwer wird das schon nicht, schätze ich, hoffe ich, denke ich, meine ich. Wir haben ja durchaus extrem viel Damage. Das, guck mal, das ist doch hier, billig ist das doch. Ah, ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll war, den zu töten, weil der hätte mir dann noch was aufsprengen können. Also die Pilze zum Beispiel, es wäre gar nicht so schlecht gewesen wahrscheinlich. Und man sieht hier, ne, auf den ersten Stockwerken kommen auch noch so die Standardgegner. Und später wird das dann halt durchaus härter. Eine Menge härter, sollte man dazu sagen. Das wird dann schon deutlich, deutlich anstrengender und fieser, okay. Es sind nur solche Typen. Das ist tatsächlich nicht allzu problematisch, würde ich sagen. Ach du Schande. Schlecht ist natürlich, wenn die so spawnen wie die jetzt gerade, dann ist das immer sehr, sehr unschön. So, es gibt natürlich wieder eine Menge Geld dafür. Flöp, 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 alles meins. Einen Schlüssel bräuchte ich auf jeden Fall. Ich möchte nämlich in den anderen Itemraum rein. Es ist die Frage, wie ich die Spinne haben. Die Spritze haben. Spinne, sage ich schon. Ich will die haben. All Stats up, then shuffled ist unter Umständen schlecht. Ich habe aber sehr viel. Ja, ich habe sehr viel Schaden immer noch. Meine Schussgeschwindigkeit ist recht langsam, aber das finde ich nicht so schlimm. Mein Leben ist auch runter, das ist auch schlecht. Oh, 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 oh. Muhahaha. Amnesia, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist im Greed-Mod jetzt nicht so schlimm. Okay, das ist denkbar günstig, dieses Ding gekriegt zu haben. Würde ich einfach mal sagen. Das heißt natürlich noch lange nicht, also besonders im Greed-Mode da nicht, dass der Run jetzt damit geschafft ist. Ich habe nämlich nur 2 Leben. Ich brauche jetzt HP-Ups eigentlich. HP-Ups wären sehr, 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 sehr praktisch. Oder irgendwas anderes Verteidigungsartiges halt. Es gibt nochmal 9. 9 reichen natürlich nicht aus. Ich brauche... Ich
bräuchte mehr, damit ich... Warte mal. Ich spreng den mal in die Luft. Kaboom, was ist das denn? Aha, ein Shiny Rock. Ja, schön. Bringt mir gerade nicht so viel. Egal, wir machen erstmal das da. Oh, es ist, das ist blöd. Das ist The Haunt und ich mag The Haunt nicht. Wobei The Haunt in diesem Setup vielleicht ganz gut ist. Das geht ja schnell und das ist alles kein Problem. Es gibt leider kein Geld. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der muss schnell sterben, bevor er anfängt rumzulasern. Das ist Krampus Head. Krampus Head finde ich jetzt auch nicht toll. Lump of Coal wäre jetzt sehr, sehr krass gewesen. Weil der Raum sehr groß ist. Da lohnt sich das natürlich. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich glaube, ich werde mal hier so das Ding hinlegen und alles sprengen und hoffen. Was ist das denn? Ich habe einen Greedkopf gefunden. Penny Tears. Aha. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Bringt mir natürlich jetzt gerade nichts. Ich hätte gerne das Leben gehabt. Kann ich mir aber nicht leisten. Jetzt ist die Frage, will ich da... Ich könnte da noch reingehen und mir dann das Herz kaufen. Das mache ich auch. Oh, zwei Pillen. Balls of... das ist sehr, sehr gut. Da kaufe ich mir jetzt auch gar nicht mehr das Herz. Das passt auch so, glaube ich. Hier gibt es vor allem noch ein halbes. Ich bin blöd, das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. Egal, weiter geht's. Weiter geht's nach unten. Oh, hier gibt es nochmal Geld. Wäre natürlich, wenn ich genug Geld kriegen würde, würde ich mir trotzdem noch das Herz kaufen. Kriege ich aber nicht, schade. Okay, der Run ist sehr, 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 sehr viel einfacher geworden, gerade mit dem... Mit der VR-Brille, wie ich sie immer so gerne nenne. Was gibt's denn hier diesmal? Da oben gibt es ein Leben noch, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ist tatsächlich alles gar nicht so schlecht. Was ist hier? Gibt's sowas, haben wir hier? Da unten hat was geleuchtet. Ich hab's genau gesehen. Kabam! Oh dammit. Ich brauche zwei Schlüssel. Warte mal. Hier gibt's Schlüssel zu kaufen, ne? Yo, eins. Ich kaufe mir auch direkt noch einen zweiten. Ich will hier nämlich definitiv... Oh, rein. Das sind die Feuertiers. Ich nehme an, das Ding macht jetzt auch irgendwie sowas wie Feuerschaden. Ja, das hat sich ungefähr nicht gelohnt. Also im Gegenteil. Ich habe zwei Münzen verloren dafür. Jo, es macht Feuerschaden. Es dottet Gegner. Ich hoffe, dass es nicht explodiert. Das wäre tatsächlich gar nicht so... gar nicht so toll. Ja, ich dachte, unten wären auch noch welche. Waren da aber nicht. Okay, der Dot bei dem Ding ist natürlich übel jetzt noch. Zusätzlich zu dem normalen Schaden, den das Ding sowieso schon macht. Und ich kann halt auch einfach durch alles durchschießen. Das ist auch ziemlich übel. Okay. Also ne, mit dem Laserding kann man ja durchaus durch alles durchschießen. So. Was gibt's denn hier Schönes? Die Batterie bringt mir nicht so viel. Ich überlege gerade, ob ich die Syringe... Also ja, komm, die nehmen wir jetzt, ne? Speed und Shot Speed ab. Warum nicht? Dann sprenge ich hier mal alles. Kaboom, es gibt leider gar nichts dafür. Das ist schade. Können wir noch ein Leben besorgen? Auch das lasse ich erstmal. Ich gucke erstmal, was ich hier noch so... was ich hier noch, halt noch so kriege. Brat! Hallo? Pieps Bruder. Wie heißt er noch? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der bessere von denen. Das ist aber auch irgendwie nicht so richtig problematisch. So, ich habe genug. Das heißt, ich kann mir das Ding noch kaufen. Das ist HP und Luck ab. HP ab kann ich, glaube ich, gerade echt... noch so ein Typ. Durchaus sehr, sehr gut gebrauchen. Vor allem, wenn ich mich hier so hart treffen lasse von dem Spinner. The Bloat übrigens. Das ist der Bloat. Richtig, natürlich ist das The Bloat. Nope. Keine Katze bitte für mich. Wenn das jetzt eine gammelige Pille ist. Infested, joa. Mehr infestet. Ich bin völlig infest, bin ich. Und eine Lemon Party. Ja, nö. Ist nicht so interessant und wichtig. Da kann überall was Sinnvolles drin sein. Moment mal. Oh, da ist ein Geheimraum. Haha. Oh, ein schwarzes Herz. Awesome. Cool. Das hat sich durchaus gelohnt. Nee, freisprengen bringt nichts. Ich habe nicht genug Geld für Schlüssel. Spinnen. Hässliche Spinnen. Böse Spinnen. So, weiter geht's. Oh, wir werden schon wieder hart getragen. Durch die Laserbrille. Werden wir hart getragen. Was haben wir dieses Mal hier? Yo, HP ab. Wäre natürlich nicht schlecht. Oh, Toothpicks. Das ist schön. Hier und Shot Speed. Warum nicht?
kann man durchaus, kann man sich gönnen, würde ich sagen. Brrrt. Oh, Türmchen. Oh, da oben sind sogar mehrere von den Dingern. Warte mal, ich lege da oben mal gerade eine Bombe hin. Ich spreng das Ding mal kaputt. Wer weiß, es könnte ja was da sein. Es lädt sich ja sowieso irgendwie ständig wieder neu auf gerade. Oh, das wollte ich da gerade auch machen. Und das war blöd. Da habe ich mich treffen lassen von dem Viech, obwohl das irgendwie leicht zu vermeiden gewesen wäre. Da! Die habe ich nicht gesehen. Die sind mir nicht aufgefallen. Dammit. Türme sind natürlich richtig gemein im Greed-Mode. Einfach weil die ewig viel Zeit zu töten kosten, ne? Und dann, die kriegt man halt nicht tot, bevor der nächste da ist, bevor die nächsten Gegner da sind. So, ich mach's mal wieder so, wa? Ich spring die beiden Typen in die Luft und hoffe, genau, sie geben mir Geld, das ist doch schön. Einen Schlüssel brauche ich auf jeden Fall und ich glaube, das HP ab nehme ich noch mit. Erstmal gucken wir hier rein. Brennende Bomben, ja, mehr Rums, ne? Und dann machen wir jetzt erstmal den Boss oder die Bosse. Oh Gott, das ist ein verbesserter Horn. Wir haben den schon mal, glaube ich, mit diesem Item hier bekämpft und deswegen hat er nichts Tolles machen können. Da, Skulex. Gut, dass ich das jedes Mal bei dem verbesserten Horn habe. Ich finde den normalen Horn ja schon schlimm. Ich will gar nicht wissen, wie der andere ist, ehrlich gesagt. Der wird mich wahrscheinlich hart auseinanderflügen. So wie ich den kenne, den hässlichen. Au! Er hat mich genau getroffen, er hat mir genau auf den Kopf gehauen, der Typ. Böse bist du. Mehr Geld. Schon wieder genau 15. Jetzt ist die Frage, will ich das da haben? Nö, ich glaube, ich warte mal. Der kann, der kann. Komm, gib mir was. Für bitte möglichst wenige Münzen. Ein AP-Up wäre super. Dann gib mir eine Box, ja. Nehme ich auch erstmal. Was ist das? Ah, das ist Mom's Toenail. Nee, Mom's Toenail ist gefährlich. Ganz viel Energie. Ja, weiß nicht, so glorreich, ne? Aber gut. Ih, die Mask. Uah, zweimal die Mask. Oh Gott. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich meine, die macht natürlich nichts und stirbt sofort, aber, ne? Zweimal die Mask. Ist schon böse irgendwie und gemein. Finde ich nicht okay. Haben wir denn hier Schönes? Jo, den nehmen wir mit. Wealth but at what cost? Einmal bitte. Das ist die Frage. Hier könnte überall, hier könnte... Gucken wir mal. Geheimraum? Nö. Da drüben vielleicht. Also hier. Wir haben so viel Energie, da können wir das tatsächlich uns mal alles angucken hier. Huch, nee, das will ich nicht. Tu es weg. Schmeiß es, mach es weg. Will es nicht. Ja, die schon wieder. Hässliche Spinnen, böse Spinnen. Geht alle weg. Oh, Geld. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch Geld, Leben mitnehmen soll. Oh. Oh, ja, blöd. Ja, komm. Das Reusable Fly Hive ist ziemlich gut im Greed Mode, würde ich sagen. Einfach weil, na, Leben. Ach, Leben kriegt schon auch hier unten noch. Ich kann es halt immer wieder benutzen. Es lädt sich halt, während ich laufe, auf. Und die Bombe kann ich immer nur so mal benutzen. Also ich könnte die natürlich öfters benutzen, aber tue ich ja nicht. Und lohnt sich, finde ich, auch nicht. Was war das? Oh. Watch Battery? Keine Ahnung. Nehme ich mal mit. Der komische Stein da, whatever. Ist jetzt nicht so toll. Oh. Flöp, 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 flöp. Ich hätte durchaus ganz gerne die PJs. Die geben nämlich Seelenherzen und das nicht zu wenig. Und dieses Ding... Spreng ich das? Jo, ich spreng das. Kaboom. Und da kriege ich auch das Geld für die PJs. Haha. I feel cozy. So. Perfekt. Dann fangen wir jetzt an hier. Schlüssel kaufe ich mir gleich. Später. Sagen wir mal später. Oh, da ist ein Ding aufgegangen. Böse. Böse, böse, böse. Oh, das war knapp. Und da wäre auch fast gerade alles explodiert irgendwie. Da oben ist schon wieder so ein komischer Turm aufgestanden. Huch. Ach du Schande. Das ist ja...
komischer Typ gewesen. So einer, der immer mit mir zusammen in der Pampa rumschießt, ne? Noch so ein Ding. Finde ich nicht gut, wollte ich sagen, eigentlich. War das, was ich ursprünglich mal sagen wollte. So, Geld gibt's natürlich, wie immer. Ach so, ich habe noch keinen Schlüssel. Brauche aber einen Schlüssel. Flöpp. Und das nehme ich jetzt auch mit. Evil Up, das Matchbook. Und ein Haufen Bomben. Oh, welches ist das denn? Der Poison Touch, ja, warum nicht? Upala, den brauche ich nicht. Der ist mir wurscht. So. Da. Das ist der Bloat mit seinen Freunden. Wie oft ich den Bloat jetzt schon hatte hier, ne? Fürchterlich das. Das war's aber, er ist alleine sonst. Na gut, immerhin. Ih, tot. Geh weg, tot. Da kommt sein Pferd. Und fährt mich. Es fährt mich tot. Nein. Das war nicht lustig. Ungefähr gar nicht. Den Kochlöffel brauche ich nicht. Die Brille wäre natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Kriege ich da wohl noch genug für zusammen? Ich kann mal die beiden sprechen und gucken, ob da noch irgendwie was drin ist dann. Geldtechnisch? Nö, toll. Dammit. Ach du Schande. Zwei von den Dudes. Okay, es sind auch nur zwei. Ich wollte gerade sagen, wenn das noch mehr wären, fände ich das nicht so gut. Eieiei, ich hoffe, die fangen nicht an rumzulasern. Wenn nur noch einer da ist, können die gerne anfangen rumzulasern, aber vorher bitte nicht. Ah! Stirb! Schieße mit ganz kleinen Mini-Kügelchen. Oh, der packt! Jo, den nehme ich. Damage und Tears ab. Immer her damit. So, jetzt ist die Frage, kriege ich noch irgendwo hier Geld weg? Ich glaube fast nicht, ne? Schade. Sonst hätte ich die Brille tatsächlich noch mitgenommen. Egal, passt schon. Ist schon okay so. Vielleicht gibt es hier noch Geld. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Ich kann tatsächlich einfach nur einmal drücken. Zum Teil geht es. So, auf geht's. Weiter geht's. Eine haben wir noch, bevor der Boss dran ist. Und hier unten gibt es tatsächlich, man sieht das schon, keine Möglichkeit mehr, keine Items mehr. Oh. Jo, das bitte einmal. Geld und Stuff. Ein zweiter Trinket-Slot. Nicht, dass ich ihn brauchen würde. Ja, die Münze brauche ich auch nicht mehr. Den Schlüssel brauche ich auch nicht mehr, wollte ich sagen. So, hier kommen jetzt schon deutlich viel. Aua, das war blöd. Das wollte ich gar nicht. Goddammit. Aber ne, da hat man gesehen. Da hat man gesehen, was theoretisch passiert, wenn man da drauf latscht. Die Typen sind auch fies, weil die auch so lange zu sterben brauchen. Oh, ach du Schande. Als normaler Gegner? Gut, dass ich dieses Gerät hier habe. Das hätte sehr, sehr finster ausgehen können. Eieiei. Krass, als Boss okay, aber als normaler Gegner heftig. Weil, bis der tot ist... Oh, was ist denn das da? Das sind komische Greed-Geräte. Das ist eine böse Hand. Das ist eine richtig böse, fiese Hand. Stirb bitte, Hand. Und es kommt mehr Greed-Zeug. Das ist kein Greed, aber das ist auch nicht schön. Puh. Geld. Ganz viel Geld. Um genau zu sein, genug, um zwei Sachen zu kaufen. Brauche ich einen doppelten Trinket-Slot? Brauche ich nicht. Speed und Range-Up ist okay. Koffeinpille ist auch okay. Ich bin super mini-klein. Eine Lemon-Party, die brauche ich nicht. Okay. Dann Bosse, bitte. Ach du Schande, zwei davon? Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das will ich nicht. Dann erstmal bitte den einen da töten. Dann... Da! Goddammit! Es kostet aber trotzdem nur auch hier unten noch ein halbes Leben. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist natürlich trotzdem verschwendetes Leben gerade ein bisschen. Und das stört mich etwas da dran. Und es ist nochmal dieser komische, hässliche Typ, ne? Ich krieg gleich nochmal ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche, tatsächlich. So. Was können wir hier noch? Wir können hier, glaube ich, gar nichts mehr so richtig, ne? Nichts Interessantes jedenfalls. Ich könnte mir noch einen Schlüssel besorgen, aber das war es auch. Ja, dann sind wir wohl fertig hier. Also ich werde natürlich hier, das machen wir auch noch. Ach du Schande! Die Engel kommen! Alter! Wenn ich da mal eine Bombe hinlege.
Schade. Ich dachte, vielleicht wäre da irgendwas Sinnvolles drin, war aber nicht. Oh, er baut Ads. Das ist aber süß. Und er schießt in alle Richtungen. Kram. Das ist weniger süß. Oh, da oben ist er aufgegangen. Na gut. Nope. Oh, was ist das denn? I feel cursed. Cursed of the Tower? Oh nein, nicht echt, oder? Super. Na, ganz toll. Okay, wir gehen nach unten und kommen in das Boss-Stockwerk. Zu Greed. Man sieht es ja, da ist ein Greed-Kopf, ne? Und kommen hier an. Hier ist gar nichts mehr außer einem Weg nach oben. Und da gehen wir jetzt natürlich rein und sehen Greed. Es ist tatsächlich nur ein Greed. Irgendwie war hier beim letzten Mal sicher mal mehr los. Wir kriegen einen Steam-Sale, der natürlich total unnütz ist. Und gehen jetzt nach oben. Und es ist Ultra-Greed. Ultra-Greed? Tut böse Sachen. Erstmal kommt er jetzt gleich von der Decke. Wir benutzen schnellstmöglich unsere Karte. Alles andere macht mir Angst. Und jetzt müssen wir ihn so schnell wie möglich töten. Man sieht, da gehen zum Beispiel einmal seine Augen an. Und wenn wir jetzt nicht zum Beispiel die komischen Schlüssel töten, dann gehen hier die ganzen Türen auf und es kommen Ads raus. Das will man natürlich nicht. Ich habe aber... Und die Dinger explodieren natürlich. Man sieht, der kann eine ganze Menge Sachen und der hat ultra viel Leben. Also wie wir hier gerade sehen, nicht mal das macht ihm so allzu viel Schaden gerade. Und er streckt seinen Hintern wunderschön in die Kamera, warum auch immer. Und da war der Curse of the Tower, schätze ich mal. Er sah zumindest so aus. Und da kommen die Bombendinger. So. Dann stampft er schon wieder so auf mich zu. Spuckt mit Münzen. Oh Gott. Ja, die können von mir aus explodieren. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Solange die da unten irgendwo rumeiern. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht so gut. Okay, da. Ein Glück. Habe ich dieses... Oh Gott. Jetzt kombiniert er die Sache noch. Das kenne ich gar nicht. Das ist schlecht. Problematisch, die Herzendinger heilen ihn. Also dann kommen auch so Münzen runter. Und dann muss ich die kaputt machen, sonst wird er geheilt davon. Au. Und da kommt eine Münze auf meinen Kopf. Und er kommt angeeiert. Das ist echt tatsächlich nicht so ungefährlich hier alles. Oh Gott. Bitte stirb doch einfach nur. Ich will dich nicht mehr. Huch. Controller disconnected. Ich glaube, die Batterie ist fast alle. Press any button. Wir pressen einen Button. Den any button natürlich. Und ich hoffe, dass es nicht sofort wieder ausgeht, dass wir noch kurz diesen Run zumindest zu Ende spielen können. Bitte nicht. Nein, shit. Da hat er sich ein bisschen geheilt. Man sieht, es ist nicht viel, aber es ist zumindest ein bisschen. Und bei dem Leben, das der so hat, ist das schon sehr, sehr unangenehm. Ja. Nein, du bist fast tot. Ist vorbei jetzt. Nichts gibt's. Er ist Gold. Und wir haben eine Little Chest bekommen. Was ist das denn? Greed. Plöpp. Plöpp. Lucky Pennies have appeared in the basement. Okay. Jo. Und nur in die Truhe, nehme ich an. Mehr ist hier scheinbar echt nicht. Okay. Das soll dann unser erster... Hallo? Ach so. Der ist massiv. Kann ich den sprengen? Nö, scheinbar nicht. Das soll unser erster Greed Run gewesen sein. Es gibt einen neuen Abspann scheinbar. Aua. Isaac wurde begraben. Ihhh, da kam eine Spinne raus. Noch eine. Ist das Isaac? Ist das Isaac und warum hat der so fröhlich geguckt am Ende? Okay, das war der erste Greed-Mode-Run. Wie gesagt, ich möchte das gerne parallel, will ich jetzt nicht sagen, aber halt ne, neben den anderen Isaac-Folgen gerne laufen lassen. Das heißt, das wird jetzt gleich erstmal gerendert und dann hochgeladen. Ich versuche, keine Spoiler zu bringen zu den anderen Folgen und natürlich auch andersrum, keine Spoiler zu den Greed-Mode-Folgen. Und ja, ich glaube,
Da wird direkt ein nächster Run fällig, oder? Ich glaube, ich werde jetzt direkt noch eine weitere Runde aufnehmen. Ist ja durchaus ganz lustig. Kann allerdings auch ganz schön hart werden. Also man hat gesehen, hier der Greed am Ende, der Ultra-Greed. Nicht zu unterschätzen. Also, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.